Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute am Jahresende möchten wir Ihnen einfach einmal herzlich Dankeschön sagen für Ihre Aufmerksamkeit und Sympathie für das Coop-Mittwochstudio. Wir wissen nämlich aus Befragungen, dass 9 von 10 Zuschauern das Coop-Mittwochstudio sympathisch finden, weil es eben nicht allein Angebot, sondern jede Woche neue Konsumenteninformationen bringt. Und wie gross das Informationsbedürfnis des Konsumenten ist, kommt bei Befragungen immer wieder zum Ausdruck. Wir hören jetzt hier nämlich gerade ein paar typische Antworten. Oh, ich schaue eigentlich jeden Tag die Inserate an. Oder auch im Fernsehen kommen interessante Angebote. Das ist wichtig, dass man darauf achtet, wenn man so viele Mühlen zu stopfen hat. Ich mache keinen Einkaufszettel. Ich schaue die Preise an und vergleiche Produkte. Und schaue ein Plakat an. Ich möchte gerne wissen, wie ein Produkt zusammengesetzt ist. Dann weiss ich auch, wie ich es brauchen muss. Und weiss, was ich kaufe. Gerade die letzte Antwort von dieser Konsumentin geht auf ein sehr aktuelles Bedürfnis ein. Nämlich die Informationen in der Werbung und auf den Verpackungen. Was unternimmt Coop für Produktinformationen vom Konsumenten? Für diese und noch weitere Fragen haben wir heute ganz einen besonders kompetenten Mann bei uns im Studio. Es ist der Herr Dr. Kohler, Direktionspräsident von Coop Schweiz. Ich habe vor einem Jahr am gleichen Tag und an diesem Tisch versprochen, dass Coop die Wareninformation auf seinen Packungen noch wesentlich ausbauen wird. Hier sehen Sie das Ergebnis davon. Das ist eine klare Information über das Frischhaltedatum. Das ist bei uns bereits eine Selbstverständlichkeit. Wir wollen aber, dass der Coop kommt, auch über die Zusammensetzung der Waren, die er kauft, informiert sich. Das nicht nur im Lebensmittelsektor, sondern auch in anderen Produktengruppen. Zum Beispiel bei unserer Beldam Kosmetiklinie. Wenn man den Konsumenten über seine Einkaufsgewohnheiten befragt, dann kommt man Folgendes zu hören über. Das ist, ich schaue, dass ich alles im gleichen Laden kriege und nicht weit habe. Und ich bin froh, dass ich im gleichen Laden alles kriege. Über 3/4 der Hausfrauen wollen eigentlich möglichst alles nahe und im gleichen Laden einkaufen. Das bedingt aber eine grosse Auswahl. Herr Dr. Kohler, was kann Coop da bieten? Sehr viel. Ich denke sogar am meisten. Denn Coop Schweiz hat ja das grösste Ladennetz vom ganzen Land. Über 1500 Läden, gegliedert nach regionalen Bedürfnissen. Die meisten Leute wollen ihre Frischprodukte mehrmals pro Woche einkaufen. Was unternimmt Coop auf diesem Sektor? Frischprodukte wie Brot, Früchte und Gemüse und auch Milchprodukte kommen ohnehin jeden Tag frisch in Coop-Läden. Ein Problem haben wir beim frischen Fleisch. Da können wir allein aus Platzgründen einfach nicht in jedem Laden eine eigentliche Metzgerei einrichten. Dafür haben wir nun für Frischfleisch eine vollständig neuartige Packung entwickelt, die eine längere Haltbarkeit garantiert. Und darum kann Frischfleisch heute auch in jedem Laden platziert werden. Gegenwärtig führen wir in der Region Basel Versuch durch und schauen, wie die Packung beim Konsumenten ankommt. Herr Dr. Kohler, man hört immer wieder, dass die Unternehmen wegen dem höheren Frankenkurs zusätzlich Gewinne erzielen. Macht Coop auch solche Währungsgewinne? Ab und zu sicher. Wir wären ja schlechte Kaufleute, wenn wir es nicht machen. Aber das Entscheidende ist ja, dass wir die Währungsgewinn an Konsumenten weitergeben. Und das haben wir besonders in den letzten Monaten in massiver Art gemacht, indem wir über Preisabschläge mehrere Millionen an Konsumenten weitergegeben haben. Im Übrigen möchte ich hier feststellen, dass wir nicht mehr Ertrag oder Gewinn erzielen wollen, als dass ein gesundes Weiterschaffen mit unserem Betrieb und Unternehmungen gesichert ist. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, unsere Sendezeit geht leider zu Ende. Herr Dr. Kohler, darf ich Ihnen noch ein Schlusswort übergeben? Herzlichen Dank. Wir haben ein paar Probleme streifen können, aber ich bin sicher, dass Sie noch andere auf dem Herz haben, die Sie uns gerne vorlegen würden. Seien Sie doch so freundlich und schreiben Sie an Coop Konsumentendienst, Postfach 1285,
4002 Basel. Ich möchte Sie versichern, dass wir jede Anfrage schriftlich, persönlich beantworten werden. Wenn Sie aber das ganze Jahr durch über Coop-Leistungen informiert sind, dann empfehle ich Ihnen eins. Lesen Sie Coop-Zeitung. Die geht jede Woche gratis an alle Mitgliederhaushalte und das sind über 1 Million. Dort können Sie auch die speziellen Leistungen an Mitglieder noch sehen, hauptsächlich Aktionen, die durchgeführt werden. Zum Schluss bleibt mir noch eins. Besonders Ihnen, liebe Kunden und Mitglieder, sehr herzlich zu danken für Ihr Vertrauen. Ich danke aber auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich das Jahr durch für den Konsumenten eingesetzt haben. Und Ihnen allen wünsche ich von Herzen sehr gutes 1979.